Zombie Apocalypse. Hallo und herzlich willkommen hier in der Zockerbude. Ich bin der Chris. Weiter geht's mit Project Hospital und dem Neubau unseres Krankenhauses. Wie ihr seht, ich habe mit der Traumatologie jetzt gerade angefangen schon, aus Versehen offscreen. Sollte jetzt nicht zu dramatisch sein, ist nicht viel passiert. Ich habe unten in der letzten Folge ja, war kurz vor der Vollendung der Neurologie und habe mich jetzt angefangen darum zu kümmern, mit dem nächsten Stockwerk anzufangen. Hier bauen wir die Traumatologie und Onkologie ein. Jetzt fragt euch, ey, du hast eine ausgelassen. Entspricht ja gar nicht deinem Muster hier. Ist richtig. Ich habe mir gedacht, ansteckende Krankheiten und dann irgendwie so dazwischen bauen, ist doch irgendwie doof. Nehmen wir uns oben eine eigene Etage für und dann passt das schon. Genau. So. Ich habe schon ein bisschen angefangen, wie ihr seht. So, und somit kommen wir, glaube ich, auch wieder auf die alte OP-Zahl, die wir auch im alten Krankenhaus hatten. Müssten 6 sein, ne? 2, 4, 6. Ah, ne, sogar 8. Ach, guck, haben wir 2 dazu gewonnen. Passt doch. Stopp da. Genau, falls ihr euch jetzt wundert, ey, da war was. Richtig, habe ich schon aufgebaut, die Station. Weiß gar nicht, kann ich hier oben nicht auch noch bauen? Weiß ich gerade gar nicht. Also mit dem Hubschrauber werde ich auch hier oben drauf machen. Wir werden die Infektionsstation so bauen, dass hier der Eingangsbereich bleibt und hier Station rauskommt. Und das dann hier alles quasi, ich sag jetzt mal, salopp totgelegt wird. Und hier soll dann mittig der Hubschrauber vorkommen. Das habe ich mir so gedacht. Kümmern uns jetzt aber erstmal weiter um die beiden Stationen hier, damit wir hier gut weiterkommen. So. Ja, Überwachungsstation können wir uns eigentlich auch schon mal einbauen. Und ich habe gerade das Gefühl, die sieht irgendwie anders aus. Von der Größe passt es, aber sie sieht irgendwie ein bisschen anders aus wie die anderen. Gut, soll jetzt kein Problem sein, geht auch so. Jetzt habe ich gerade kurz einen Schreck gekriegt. Verbrennungsstation, ich war gerade wieder kurz highlighted. So, Überwachungsstation, so. Diagnose können wir hier mit reinsetzen. Dann war es das auch schon fast. Das ging schnell. Traumatologie haben wir an Büros da, Cardio haben wir. Wir machen es uns wieder einfach. Ach ja. Ohne Bereitschaftsräume funktioniert das Ganze natürlich auch nicht. Also, da war ich schon. Zurück. Das können wir uns wieder alles normal setzen, wie wir es haben wollen. Ach so, genau. Haha. Bevor ich es vergesse. Ich musste, was ihr gesehen hattet, war quasi, dass ich da einen Bereitschaftsraum und hier oben einen hatte. Ne, Quatsch, den hier. Ich habe jetzt hier nochmal einen gesetzt und hier nochmal einen, weil mir eingefallen ist, ich will doch OP-Team von den ganzen Stationsleuten trennen. Deswegen musste ich da noch mal eben kurz zweimal nachsetzen. Habe ich zum Glück noch Platz gefunden für. Hatte schon ein bisschen Bedenken, dass ich jetzt Probleme kriege. Aber auch dieses Problem konnte ich mich gut und bewusst entgegensetzen. So. Jetzt klotzen wir nochmal schnell in die Karte. So, wir haben ein Wartezimmer, 6 Büros. Das haben wir. Das fehlt noch. Wir haben 2 davon, 1 davon, 2 davon, 2 davon und 1 davon. Sollte uns erstmal reichen. So, dann fehlen nur noch die ganzen Ärzte und ein Aufenthaltsraum. Wo haben wir ihn denn? Da. Und dann ist es wieder so rum. Muss man nicht verstehen, ist okay. Lassen wir jetzt einfach so. Und dann werden wir uns gleich noch um die Onkologie kümmern. Achso, eine Tür wollte ich. Die Gegentür hierzu. So.
Boden müssen wir uns auch noch mal drum kümmern. Was können wir da mal hier Schönes nehmen? Nehmen wir Orange. Hatten wir, glaube ich, zwar auch schon mal irgendwo. Wir müssen uns aber erstmal weiter nicht stören. Wie viel Fummelarbeit, sich da nicht ständig zu verklicken. Genau, und hier müssen wir nochmal gucken. Ich weiß gar nicht, gab es vorgefertigte Räume für die Onkologie? Nein. Die müssen wir also entweder übernehmen von den anderen Räumen oder komplett selber erbauen. Ha. War jetzt zwar nicht mein Plan, aber auch das nützt ja nichts. Müssen wir auch nochmal. Mir fällt gerade ein, was ist hier mit. Ja, die wollen sie gar nicht haben, die Lounge hier, ne? Stimmt. Ja, alles klar. Bin ich gerade gewundert, warum hier noch so ein freier Raum ist, aber da wäre ja sonst immer die Lounge hingekommen. Aber die fehlt ja hier auch. Alles klar. Sparen wir uns nochmal eine Räumlichkeit, das ist gut. Und jetzt habe ich nämlich wieder den Faden verloren. Glaube ich, war beim Boden, ne? Genau. So. Bitte nur so. Passt farblich sogar aus Versehen. Eigentlich gar nicht so drauf geachtet. Wir werden gleich mal sehen, was wir so für die Onkologie noch brauchen werden. Ob wir da tatsächlich deutlich mehr brauchen oder nicht. Vielleicht kann man das dann hier wieder etwas entrümpeln. Wir lassen es aber vorläufig erstmal so. Ich bin fast der Meinung, das reicht jetzt hier, ne? Bis auf den Korridor haben wir alles. Also. Hier machen wir es mal so rum. Das Personal hiervon nicht so zu überlasten nachher. Verdammt. Ist mir letztens schon mal passiert. Ist mir im Stream auch einmal passiert. Bin ich da einmal drüber gekommen und musste alles in vorne machen. Was ist das ärgerlich. Das kostet doch immer so unnormal viel Zeit, ey. So ein Quatsch. So, jetzt haben wir es auch geschafft, fast mit den Korridoren. So. Jetzt brauchen wir tatsächlich nur noch die ganzen Leute einstellen. Das sieht schon mal gut aus. So, eine Nachtbräune mit bei, das ist gut. Gerne machen. Oh, das ist gut. Haben wir ja gleich alles zusammen. Bis auf eine Person, die noch keine. So. Dann haben wir jetzt aber alles zusammen. So, ihr kümmert euch nur um den Transport. Und ihr macht nur OP-Helfen. So. Dich können wir da mal einsetzen. Ein Unfallchirurg.
Das passt ja. So, jetzt brauchen wir vielleicht nur noch zwei normale hier, die assistieren. Und nochmal jemand, der hier ein bisschen anästhesieren kann. Genau, das war richtig. Ich war gerade kurz überlegen, ob ich das richtig geklickt habe. Aber das war es. Das wollte ich nicht. Dann bin ich jetzt schon wieder mit der Maus abgehauen. Auch sowas passiert mal. Wenn man da mal nicht dran denkt, dann quatscht man auch mal in eine Aufnahme rein. Ne, alles gut, kann passieren. Manchmal lebt man dann doch irgendwie so ein bisschen in einer eigenen Welt. Ne? Denkt sich so, hey, ist doch alles wie sonst auch. Spielt er einfach nur ab. Ja, auch sowas gehört dazu. In seinem normalen Alltag. So, habe ich das OP-Team jetzt voll? Jo. Ein Tag, ein Nacht, ein Tag, ein Nacht. So. Hier drüben nochmal jeweils zwei Ärzte Tag, Nacht. Da reicht mir aber jedoch normale Ärzte ohne irgendwelche Specializations. Oh, da schön zusammengelallt, das Ding. Ach ja, egal. Ist dann halt so. Bin mir gerade nicht sicher, ob das dann irgendwie teurer ist, solche Leute. So, Stationspflege. Ihr dürft alles machen, was ihr wollt. Ihr müsst sogar alles machen, was ihr wollt. Oder könnt, eher gesagt, so muss man sagen. So, die Station ist damit einsatzbereit. Das ging ja ganz schön fix. So, da die Wände jetzt hiervon auch stehen, können wir uns direkt um die Onkologie kümmern. Stopp, ich will noch mal kurz durchgucken. So, wir haben jetzt die Räume fertig, das fertig. Da alles einmal passt. Hier ein bisschen da. Das passt. Wie, für abends haben wir keinen Kardiologen? Tatsächlich nicht. Wie konnte mir das passieren? Und ein Ultraschall-People haben wir tags und nachts aber keinen. Okay, hätte man wahrscheinlich als Spezialisierung noch irgendwie. Ist ja egal. So, jetzt muss ich nochmal hier kurz zur Seite gucken. Ja. Alles schick. So, 7 Tragen, sagt er hier. Nicht schlecht. So, ja, ist alles da, was wir brauchen. Ja, schick, schick. Jetzt kümmern wir uns aber wirklich um die Onkologie. Und setzen hier mal ein onkologisches Zimmer, zweites und ein drittes. Ein Wartezimmer pflastern auch wir hier vor. Der Empfang kommt hier rein. Toiletten hatte ich nicht, einen Aufenthaltsraum hatte ich auch nicht extra. Ein OP kriegt ihr nicht extra, das sage ich euch so schon mal. Eine Überwachungsstation kommt dann hier rein. Ich gucke mal, ob ich die woanders klauen kann. Hier zum Beispiel. Wir probieren das mal kurz aus, ob das reinpasst. So. Ja, okay, das sind die. Muss ich gleich die nur noch umbenennen, also quasi umlabeln in onkologische Zimmer. Das war mir zu viel. Da einmal und hier einmal, dann zurück in die onkologische Abteilung. Kein Zugang, jo. Achso, ja. Jo. Zack. Und zack, so. Die hat er schon mal übernommen. Die Überwachungsstation, da müssen wir hier kurz die Tür umbauen. Weil nach draußen bringt mir das nicht viel. Bleibt mal eben kurz da. Ich muss erst die Tür ausbauen, sonst kann ich die Sachen da nicht hinpflastern. Ist auch gerade so ein Lieblingswort, glaube ich, geworden von mir. Kann das sein? Ist das jemand aufgefallen? Pflastern.
Nein, ich pflaster nicht gerne. Falls das jemand jetzt annehmen möchte. Da habe ich tatsächlich keine Aktien drin. So. Gut, das konnten wir schon mal übernehmen. Wir werden definitiv das hier noch brauchen. Das hier noch brauchen. Von hier werden wir uns wieder den Abstellraum klauen. Was war hier denn drin? Menschen? Was ist das für ein Raum? Ist das die Lounge? Jo. Okay. Was war das da unter? Ah, die Agnostik. Okay. Machen wir dann auch wieder so. So, dann Bereitschaftsraum. Bauen wir auch wieder so ein, wie es unten war. Machen wir so und so. Schwesternzimmer. So und so. Ach so, und die haben tatsächlich aber auch eine Lounge. Dann können wir die auch genauso nutzen. Das ist gut. Und wenn ich jetzt richtig geguckt habe, haben wir schon alles. Den OP nutzen die da hinten bitte mit. Und dann könnte man eigentlich Wilde Wutz alles fast schon mehr rauskopieren, hätte ich gesagt, oder? Kann sein, dass wir das nochmal alles nachträglich nochmal umlabeln müssen. Sehen wir aber gleich. So. Kurz gucken, müssen wir das dann? Ja, müssen wir. Ist jetzt die Frage, ob das Sinn macht, das jetzt alles sofort zu machen. Wahrscheinlich eher weniger. Eine Etage höher, hier reinsetzen. Eine Etage runter. So. Kopiere mir lieber mal die Räume einzeln, bevor dann nachher wieder was schief geht, was ich nicht vorhersehen konnte. Wahrscheinlich hätte man alles vorhersehen können. Ich wollte es bloß einfach nicht. So. Den Abstellraum können wir uns auch nochmal rausholen hier. Sparen wir uns das. So. Ich bin mal gespannt, ob man die Ärztezimmer auch einfach so übernehmen kann. Probieren das gleich einfach mal. Keine Ahnung, was der sonst da noch so haben will. Noch irgendwas, was wir uns kopieren können? Ich glaube nicht. So, jetzt müssen wir erstmal in die Onkologie wieder reingehen. Und fehlende Ausstattung. Ja, irgendwas fehlt ihm da. Okay, gucken wir gleich nach. Die Lounge müssen wir wieder umbauen in diese hier. Zack. Schwesternzimmer. Zack. Bereitschaftsraum. Immerhin funktioniert das schon mal. So, jetzt fehlen nur noch die Räume. Die brauchen erstmal Türen. Ne, so. Was haben die für Türen? Die haben immer solche Türen drin, ne? Ne, die haben schwarze Türen. Eins, zwei, drei. So. Böden. Was haben die immer so für Böden drin? Okay, sowas. Wie machen wir das denn mal? Wir machen das mal. Wir setzen das einfach mal alles in solchen Fliesen. Ist mir jetzt egal, es sieht ein bisschen nach was aus. Fertig. Ja, kurz gucken, was fehlt jetzt noch? Genau, die Diagnostik fehlt hier noch komplett. Ne, das ist der Raum hier gewesen. Gut. Ah, genau. Können wir uns mal kurz einmal darum kümmern, was fehlt ihm? Ein Audiometer. Gut, wir lassen das einfach mal alles so, wie es ist und stellen überall nur noch ein Audiometer dazu. So machen wir das mit so einem Gerätetisch. Den stelle ich auch gleich mal überall rein. Zack. Eins, zwei und drei. So, damit werden die jetzt komplett.
Setzen wir uns hier mal ran, ein Untersuchungsliegengerät. Darf ich da anstellen? Darf ich so stellen? Kann ich so stellen? Der kann stehen, wo er will, scheinbar. Ein Tisch mit Bürostuhl und ein Holzstuhl davor. So, mit einem ein OP-Waschbecken. Aber das wollte ich jetzt aber nicht hier hinbauen. Ich wollte das wieder so gerne machen. PC gibt es dazu. Und du willst wahrscheinlich auch noch einen Drucker haben? Nö. Ja, willst du? Ich brauche noch einen Tisch. Erstmal gibt es noch eine Untersuchungslampe. Und der Apparat will noch nicht. Weil ihm das hier fehlt mit. Ja, kümmere ich mich gleich drum. So, jetzt aber, oder? So. Fehlendes Personal. Okay, das ist okay. Das können wir so lassen. Achso, natürlich werden wir das gleich noch einfügen. Guck mal, das können wir da direkt in die Ecke pflanzen hier. Kommt noch drauf, der hier. Gut, gut. Langsam nimmt alles Form an und wir haben gleich in der nächsten Folge dann nur noch ein Räumchen zu bauen. Und damit hätten wir dann schon das ganze Krankenhaus fertig gebaut. Vorläufig. Müssen wir mal gucken, was uns dann noch so einfällt, was wir noch brauchen, umbauen müssen und so weiter und so fort. Ein Drucker und ein PC und ein das hier. Und ein Holzstuhl. So. Und was gibt's hier? Eine Untersuchungsliege. Einmal das, das, der Krankentrage. Wir bauen sie einfach mit ein. Kann ja nicht schaden. Ein Sehtest, einen mobilen Arbeitsplatz. Den dort in die Ecke und zwei Gerätetische brauche ich noch. Und zwar mit dem und dem. Wozu auch immer man ein Whiteboard hier brauchen soll. Das war zwar gelb markiert, kann man setzen, muss man nicht. Ich mache es jetzt mal. Und damit hätten wir doch die Onkologie soweit fertig, ne? So, wir haben zwei Räume hier, da. 1, 2, 2, 1, 1, 1. Da brauchen wir nichts, sondern sich mit denen teilen. Achso, der Abstellraum ist noch nicht zugewiesen. Ich habe mich gerade kurz gewundert, warum das nicht so ist. Empfang ist noch nicht. Genau, das bauen wir auch noch mal eben kurz, bevor wir die Folge beenden. Zack, zack. Na, komm. Zack. Stühlchen gibt es dazu. Zack. Genau, so. Ein Wartebereich gibt es noch. Station ist das nochmal hier? Das ist mir nämlich gerade mal so aufgefallen, das fehlt doch hier noch. So, damit müsste doch die Station jetzt hier vollständig sein, oder? Gut, das hat geklappt. So, Empfang, Abstellraum, Wartezimmer und das. Das bleibt weg. Das nutzen die hier irgendwo anders. Brauchen sie nicht, haben sie alles, fehlt nur das Personal. Gut, gut. Alles klar, 25 Minuten wieder voll.
Personal mache ich mal wieder so und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wie wir unsere letzte Station bauen und den Heli noch aufs Dach setzen. In dem Sinne, wenn euch was auffällt, sagt Bescheid. Abo, Like gerne gesehen und dann bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Tschüss.